gar nicht wissen, Kampfi. Oh, ich habe noch unsere Kohle dabei. Ich mach mal schnell die Kohle wieder ab. Und dann schmeiß die halt rechts in die Kiste. Frozen Yoden nehme ich mit. Wo ist meine Deko? Ja, meine Deko ist ja auch irgendwann verschwunden. Ich hab sie nicht. Gary hat einen Teil wiederbekommen. Ja. Ich habe auch einen Teil wiederbekommen, aber mir fehlt immer noch mein Kaktus. Welcher Kaktus? Oh, das ist ja Furniture, das ist ja gar nicht. Oh, hier ist eine Kirsche. Brauchen wir die? Kirsche? Eventuell. Na, Kirsche haben wir schon abgegeben. Kirsche haben wir schon abgegeben. Kirsche. Die Kirche. Kirche. Was meint die Kirsche im Dorf? Oh Gott. Muss man die Hühner jetzt eigentlich füttern, wenn man wenn die draußen sind, oder muss man Gras pflanzen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ist eine gute Antwort. Ja. Du kannst auf eine oder nicht mit ja oder Frage nicht mit ja oder nein antworten. Doch. Die Tanzmarie wollte gerade was sagen. Ah, Gras pflanzen, okay. Das Essen bleibt dann liegen. Danke, Tanzmarie. Gary sagt danke. Bescheuerter Kerl. Ja. Oh, was ist das denn? Bist du wieder beim Oden knacken? Ja. Oh, sag Bescheid, wenn ein Feuerquarz drin ist. Nee, ich hab nur Kupfer und ein Ghost-Krystal. Ah, wow. Ui. Geisterkristall. Wow. Siehst du, jetzt hat er auch in sein Mikro gehustet. 40 Gegenstände, jo. Oh, wer ist das denn? Penny. Penny. Wow. Ja, genau. Penny. Tu den Goldbarren mal zu den anderen Barren-Dingern. Eine Weintraube. Miguel. Oh, ich habe sie begossen. Ups. Du hast sie begossen? Ja. Begrüßen, nicht begießen. Ach so, hoppala. Wenn ich wüsste, wie man ein Schwert benutzt, würde ich diesen Höhlen am Bergsee erkunden. Diese Höhlen am Bergsee erkunden. Ihnen ist es vermisst. Mein Schwert. Lümmel, du. Wissen, ob meine Deko jetzt in irgendeiner Kiste vergammelt? Guck doch in meine Kisten rein. Meine Kiste steht draußen vor der Tür. In einer geheimen Kiste. Es gibt keine geheimen Kisten? Nee. Du kannst ja theoretisch Kisten überall aufstellen. Werkzeug verbessern. Stahlaxt. Ich gehe da noch meine letzte Energie am See verballern. Schön schwimmen gehen. Ein Gold. Ein Topaz. Okay. Ja, so einen hatte ich auch mal gefunden. Ich dachte, ein Topaz. Toll. Ich dachte, es wäre Gold. Also du bist in der Mine, dann komm ich auch hin. Was machen wir eigentlich mit Zwergenartefakten, die wir schon haben? Verkauf. Kannst du verticken. Ich kenne deinen Dealer. Wenn möglich. Hey, you. Wanna buy some artifacts? Hey du, wer ich? Genau. Oh. Ich hab dieses wertlose Stück Metall im Boden gefunden. Willst du es haben? Eine 50G. Klingt fair. hier ist irgendwie was. Das sieht nach Kristall oder so aus. Kann ich das mit einer normalen Spitzhacke abbauen? Kristalle kannst du auch mit dem Schwert niederprügeln. Aquamarin. Also die kannst. Achso, sowas. Achso, ja. Magma-Geode. Oh, da kann auch Feuerquarz drin sein. Ja. Ja, ich glaube, das kann nur in Magma-Geoden drin sein, nicht im normalen. Den normalen Quarz findest du auch so. Oh, ich bin 100.000 Schritte gelaufen. So meine ich, ich meine aus Geoden. Oh, Gold. Gold. So viel Gold. Oh, schrebeliger Nachbarsköter ist wieder am Kläffen.
Oh ja, ich höre ihn. Ja. Ich mag das Vieh. Überhaupt nicht. Merkt man. Ja. Ich hoffe, der verreckt. Was? Nein, nein, überhaupt nicht. Nein. 10 Jahre später. Berühmter YouTuber schwört Hund den Tod. Ich habe eine Giole geangelt. Eins. Es war ein Diamant. Ja. Hab ich gesehen. Oh ja, schmeiß den in die Truhe, den checkt da morgen Emily. Oh, Golderz. Nein, das wirst du nicht tun. Hör auf, unsere ganzen Steine zu verschenken. Ich verkauf die immer. Ja. Nein, nicht immer. Weißt du, du lieferst uns Geld damit und ich verschenk die an die Frauen. Solange du Kinder gebierst, die für uns arbeiten? Okay. Mein Charakter ist immer noch weiblich, ne? Ja, ich weiß, solange du uns Kinder gebierst. Stirb, Schlein! Alles gut? Muss ich dir helfen? Ah, klick, 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 klick. Okay. Schleim und Weißalge. Oh, lecker. Nein, ich will es nicht geben. Ich will es dir nicht geben. Ja, warum denn nicht? Oh Gott. Es ist pink. Wir müssen es töten. Mobbingkreis. Ey. Okay, sonst ist ja nichts. Nee, ich geh doch mal schlafen. Meine Energie ist schon wieder komplett weg. Komm, 85 müssen wir noch finden, Gary. Ja. Stein. Toll. Okay, Ode. Geode. Oh, ja. Oh, nichts Spannendes. Hm. Und kein Quarz. Schade. Ich guck nochmal eben, ob hier Quarz ist. Nö. Ja. Okay. Ah, geh weg, geh weg. Weglaufen. Okay, wir gehen wieder raus. Tschüss. Oder willst du? Hold on, pass. Ich, nur die hier vorne, falls es vielleicht runtergeht. Oh. Ah, guck mal. Treppe. Kann man nochmal gucken. Nur gucken. Nur gucken. Nicht anfassen. Auf Niederländisch sagt man dazu Kijken, niet kopen. Ja. Also gucken, nicht kaufen. Okay. Fledermaus, lauf! Ich laufe. Die Wände kommen immer näher. Die machen 12 Schaden. Oh Gott, die machen richtig Schaden. Ja. Aua. Gut, ich leg mich da mal schlafen. Die Wände kommen immer näher, ich muss hier raus. Ich werde verfolgt. Wir sind draußen, Gary. Alles gut. Okay. Hallo. Ich gehe jetzt nach Jamaika. Da, wo der Hanf blüht. Denn ich bin Reggae Gandalf. Ist das schon wieder Gronkwitze? Nein. Kennst du nicht Reggae Gandalf? Nein. Oh! Okay. Ihr müsst euch mal... Redest du über die Verarsche? Ja. Lord of the Weed. Ja, ja, okay, oh, die kenne ich, aber ich kenne den Text nicht mehr. Genau. Wer hat hier zugemacht? Ein Hühnern? Ja. Ich? Warum? Warum nicht? Warum lässt du die Hühner frei rumlaufen? Nicht. Also, nicht frei rum, was? Es ist Nacht, die kleinen Chicken müssen schlafen. Die laufen automatisch rein. Ja und? Sie müssen schlafen. Warum sonst kann man die Tür auf und zumachen? Um sie drin oder draußen zu haben. Juhu. Sehr schön. Sommertag 19. Zwergengerät und rostigen Löffel hatten wir schon, okay. Zumindest konnte ich die nicht donaten. Achso, okay, da steht ja immer drunter. Wenn Gunther was zu sagen kann, dann ist das ja Kikriki. Ach shit, ich kann ja von Gunther, Gunther? Ach, Gunther. Kann von Gunther kann ich ja noch Belohnungen abholen. Ganz vergessen. Deswegen halt jetzt so ein fancy Kristall in der Bude stehen. Oh, ey. Das hab ich mir doch noch von dem geholt, oder? Oder war es nur. Ach nee, ich hab mir die Vogelscheiche geholt, genau. Die hier links steht. Ach, die? Braucht man noch Mais? Ja, den Kristall hab ich freigeschaltet gehabt. Aber meiner wurde mir geklaut. Ja, wer macht denn sowas? Okay, es war Gary.
Nein. Hallo? Gucke meine Videos, du wirst nichts finden. Genau, alles rausgeschnitten, ausgeblendet. Nein. Okay, das ist Schleichwerbung, um deine Videos zu gucken. Weil eigentlich Kampfi es war. Das beweisen wir erstmal, Taylor. Ich würde ja sagen, es ist in deinem Video. Ist es auch wahrscheinlich, weil du dich schneidest. Richtig. Gut, ich wollte euch eigentlich eure Deko irgendwann zurückgeben. Kriege ich jetzt nicht mehr. Jetzt ist vorbei. Als ob du es jemals getan hättest. Ich hab Gary einen Teil zurückgegeben. Ja. Ja, einen Teil. Ja, ich wollte dir immer wieder machen. Immer für gute Arbeit. Ist das jetzt meine Bezahlung? Möbeln, die ich wieder zurückbekomme? Ja. Taylor, rennst du eigentlich die ganze Zeit mit unserer Deko im Inventar durch die Gegend? Oder wie sieht das aus? Nein. Nein. Oder hast du selber hier irgendwo eine Kiste versteckt auf dem Weg? Was? Dings hat so lange gehustet. Hast du selber hier so eine Kiste auf dem Hof versteckt? Das würde ich auf dem Hof verstecken, ich bin doch nicht dumm. Du hast ihn dann versteckt. Entschuldig bitte das Husten. Ach, hier ist meine Deko. Wo ist deine Deko? Wo bist du denn hingegangen? Ah, die ist wahrscheinlich in hier Jannis Bude. Ja. Ah, siehst du? Nee, wir haben zu wenig Kohle. Kohle. Kann man die nicht irgendwie auch aus Holz herstellen, die Kohle? Mhm. Ist aber auch ziemlich teuer. Ah, okay. Stimmt, für 5 Holz gibt's 1 Kohle, oder? Naja, ich glaube sowas war es ungefähr. Irgendwie 5:1? Verhältnis. Was ist das denn? Jamboid. Oh, heute hat Demetrius Geburtstag. Wer ist denn Demetrius? Demetrius ist der dunkelhäutige Grieche. Also der Schwarze Grieche von oben. Ja. Der Grieche. Ja. Nicht der Schwarze. Der ist dunkelhäutig. Nicht. Kann froh sein, dass ich kein anderes Wort benutzt habe. Okay. Meinst du etwa Negroid? Exakt. So und nicht anders. Hallo, das ist doch ein ganz normales Wort. Fragezeichen? Fragezeichen. Okay, ich finde es süß, wenn Leute immer Fragezeichen sagen. Bitte? Ich finde es süß, wenn Leute Fragezeichen sagen. Da steht er drauf. Ja. Er findet es süß. Sag's mir hart und dreckig, du Sau. Fragezeichen. Küche, Schlafzimmer, Bad. Sag mir was Dreckiges. Gib mir einen Tiernamen, Schmetterling. Ich meine einen bösen Tiernamen, böser Schmetterling. Woher kommt das doch mal? Das kenn ich auch irgendwo, ja. Keine Ahnung. Okay. Demetrius, ein Geburtstagsgeschenk. Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Ja, danke schön. Okay, ich habe einige Magma-Geoden. Ich werde jetzt aufknacken. Ich will endlich... Das Knacken, Junge. Das Knacken. Was ist unser Ziel momentan? Keine Ahnung. Den Sommer überleben? Ja. Also mein Primärziel ist es jetzt erstmal hier irgendwo die Community heute fertig zu kriegen. Das wäre auch mein Ziel. Komplett? Oder du meinst jetzt das Feuerquarz-Ding? Nee, komplett. Also es sollte allgemein ein Ziel sein, ja, aber jetzt gerade so viel Zeit. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal ins Bad. Ein Stall oder wollen wir den Hühnerstall? Nein, ich kann nichts knacken, solange an meiner Scharlachs arbeitet. Ja, scheiße. Ich kann aber seinen Müll durchsuchen. Gar nichts drin. Oh, Gary ist auch endlich 100.000 Schritte gelaufen. Du bist so der Zweitfaulste. Was? Wer ist der Faulste? Kampfi. Achso,
Wieso? Du bist doch keine 100.000 Schritte gelaufen. So, ich bin genug geschwommen. Mal gucken, wofür ich die Energie noch brauchen kann. Genau, ich gehe wieder in die Höhle. Höhle klingt gut, da würde ich auch mitkommen. Ja. Da gehe ich auch gleich hin. Auch mit unserer scheiß Ausrüstung. Oh, süß, da ist ein Specht. Am Holz. Wir könnten auch darauf hinarbeiten, sobald endlich mal alles auf dem Hof gewachsen ist, die nächsten Rucksäcke zu kriegen. Ja, das brauchen wir definitiv. Da brauchen wir über 30.000 für. Ich würde jetzt nochmal in die Höhle gehen, in die oberen Ebene. Um mal wieder ein bisschen Kupfer zu bekommen. Ja. Wofür? Na, zum Crafting zum Beispiel. Ja. Oder auch um später Bomben herzustellen, Cherry Bombs. Ja, okay. Aber auch für Bugmeat. Achso, du hast nichts mehr zum Angeln. Also Bugmeat fand ich immer später so billig im Laufe des Spiels. Wie meinst du so billig? Das kostet 5? Oder 1 pro Stück, glaube ich. Oh Gott, der hat eine Verteidigung wie sonst was. Amethyst. Stirb endlich. Oh, hier oben ist Kupfer. Oh, sehr gut. So, Akzent. Ja, das ist auch was. Seid ihr jetzt beide oben? Ja. Ja. So. Genau. Oh, hier ist nochmal Kupfer. Oh, hier liegt was Süßes. Liegt kann man nicht oben. Oh, ho, ho, ho. Denkt ihr auch dran, Demetrius was zu schenken? Ja, habe ich ja gerade. Gut. Er hat sich auch bedankt und sagte, er liebt es. Was liebt er denn? Also ich habe ihm, glaube ich, eine Edelwicke geschenkt. Die liebt er, okay. Keine Ahnung, er sagte, er liebt es. Ja. Das ist so ein Universal-Gift wahrscheinlich. So. Edelwicke? Ja. Kannst also du meinst so normaler Status, meinst du? Ja. Kampf. Ja gut, ich versuche ja eigentlich eher das richtige Geschenk zu geben. Was ist das richtige Geschenk? Naja, wenn ein Herz so über den Kopf kommt. Naja, das sind bei Demetrius Eis, Erdbeer und noch irgendwas, was wir nicht haben. Schön, dass du es nachguckst. Hast du das etwa offen? Nö, ich habe gerade gegoogelt. Ach so. Ich wollte sagen, woher kennt er das? Hier, oh, Geode. Gib mir endlich Feuerquarz. Der könnte doch gerne hinterherkommen, dann kommen wir noch auf 90. Ja, gut. Oh, der Kater Jaul von draußen, glaube ich. Wahrscheinlich hat er eine Maus gefangen. Hier Crafting. Oh Gott. Bist du auf der 85, Taylor, oder wo bist du? 87. Alles gleich, hier ist eine Leiter. Hier ist ziemlich dunkel. Hier ist ziemlich dunkel. Dauert ein bisschen allein, die Leiter zu finden. Ja, nee, die eine Leiter. Ja, weil ich hab die ja freigeschaltet. Ja. Ah, da höre ich die schon. Cake Bomb. Oh, das Bomben. Oh Gott, ja. Blitzt das. Ich hab die Leiter gefunden übrigens. Verdammt. Cake Bomb. Wo war das nochmal? Hier, Tomska. Ja, ASDF. Ja. Genau. Alter, der rote Schleim macht mir ja komplett nackt. Ja, ja, kämpfen solltest du echt lassen. Moin. Warum bist du denn hier? Jo, bin ich hier. Also, weil ich mich an die Seite gestellt habe, um nicht am roten Slime drauf zu gehen. Feuerquarz! Ja! Er freut sich gerade nass. Feuerquarz.